Wie dumm ist eigentlich George Clooney? Im Film Gravity stirbt er den Heldentod, damit Sandra Bullock überleben kann. Dabei wäre es so easy gewesen, sie beide zu retten. In dieser Szene hier führen sie Reparaturen am Weltraumteleskop Hubble durch und dabei geht so einiges schief. Die beiden werden ins All hinausgeschleudert und müssen sich irgendwie retten. Das ganze Chaos gipfelt darin, dass Clooney sich vom gemeinsamen Seil abkoppelt, um seiner Kollegin das Leben zu retten. Denn als Top-Astronaut mit jahrelangem Training, mit krassen physikalischen und mathematischen Skills weiß er, dass diese aufopferungsvolle Heldentat die einzig mögliche Lösung des Problems ist. Nicht. Denn ehrlich gesagt war das ganz schön dumm von ihm, er hätte nur mal kurz am Seil ziehen müssen. Der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson sagt, spätestens ab diesem Moment hier sind die beiden schwerelos. Damit hätte nur einer von beiden am Seil ziehen müssen, sie hätten sich aufeinander zubewegt, sich festhalten können und wären gemeinsam zur rettenden Raumstation geschwebt. Wenn ihr abgespacete Science-Checks wie diesen liebt, dann gebt jetzt ein Like und ein Abo.